Für diese Leute beginnt ein neues Abenteuer immer mit einem alten Haus. Die Gutshausretter Knut Splett-Henning und Christina von Alefeld starten wieder mal ein Projekt. In Dahlen bei Neubrandenburg, mitten im Hochsommer. Wie gesagt, Ziel für heute ist, dass wir die Wand raus haben, dass die Fliegen alle rauskommen. Dass dann hier noch Fenster reinkommen und dass wir die Zimmerflucht dann halt heute drin haben. Und dann machen wir Feierabend. Gut. Es ist schon die fünfte Gutshausrettung für Knut und Christina aus Renso. Mit einem Elan, als wäre es das erste Mal. Die Räume da immer so, aber dass die Licht durchkommt. Das ist eigentlich das Schöne. Ich fühle, das ist so wie ein Gefängnis hier. Hi! Hi, Knut! Hi! So! Und jetzt geht's schneller, weil jetzt hat man natürlich ein paar lose Steine. Und dann kann man viel besser weitermachen. Wisst ihr noch? Diesmal sind auch einige Architekturstudenten aus Wismar mit von der Partie. Für die meisten ist es das erste Mal auf so einer Baustelle. Ich habe jetzt nicht die Vorstellung gehabt, das so umzusetzen. Ich studiere ja eigentlich. Also, aber dann zu sehen, ja, okay, ergibt irgendwie Sinn, jetzt hier parallel die Flucht wieder herzustellen. Das ist schon toll und macht echt Spaß. Und dabei nimmt man ja noch ganz viele andere Sachen mit, die man so noch nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Aber es sind nicht nur Studenten als freiwillige Helfer gekommen. Auch eine pensionierte Musikerin packt mit an. Aus einem gewissen Eigeninteresse. Renate von Hörsten aus dem Bayerischen Hof hat sich in Mecklenburg-Vorpommern und seine alten Gutshäuser verliebt. Knut und Christina hat sie im Fernsehen gesehen. Beim NDR. Wer möchte hohe Decken haben? Ja, genau. Renate von Hörsten wollte gleich mal reinschnuppern bei so einer Gutshausrettung. Ich komme eigentlich aus einem Umfeld, meine Eltern sind Bauern und kenne eigentlich so riesen Gutshäuser. Meine Familie hat auch so ein riesen Anwesen. Nur ich bin aus der Art geschlagen, nämlich als Pianistin. Und dann sah ich Knut und Christina mit diesem unglaublichen Geschmack. Das hat mir wirklich schwer imponiert. Und dann habe ich geäußert, mich interessiert so ein Objekt. Renate hat schon ziemlich genaue Vorstellungen, was sie mit dem Haus anstellen könnte. Ein Hotel für Musikerfamilien vielleicht. Für die Ruheständlerin wäre das Projekt eine willkommene Lebenswende. Die Männer sterben aus, die Frauen sind alleine. Dann redest du nur noch von Frauenkrankheiten und Männern, die doof sind und Kinder, die missraten sind. Das ist mir auch zu langweilig. Und so kann ich mir vorstellen, dass man hier Wohnungen hat mit Gästen, dass man vielleicht auch mal ein Café hat, dass hier Musiker Vorrang haben. Und wenn er seine Übelzeit um hat, kann er meinetwegen immer am Schluss ein Konzert machen. Alte Holzfenster haben Knut und Christina in Dänemark besorgt, bei einem Händler für gebrauchte Baustoffe. Fast passgenau. Das Gutshaus Dahlen war Gemeindezentrum mit Kaufmann, Kneipe und Saal. Hier feierte man Faschingsfeste und Hochzeitspartys. Dann suchte die Gemeinde 20 Jahre lang erfolglos nach einem Käufer. Zuletzt dachte man sogar über einen Abriss nach. Dann kamen Knut und Christina. Es ist einfach auch immer nur sehr, sehr spannend, erstmal die ganze Substanz erkennbar zu machen und zu sehen, was sich da irgendwie verbirgt und so weiter. Und das sind ja auch schon große Veränderungen, die man da innerhalb von kurzer Zeit dann halt irgendwo sehen kann und das Haus so erkennen kann und die Struktur und so weiter und so fort. Das wird jetzt noch ein bisschen länger dauern, bis wir das alles erkannt haben. Aber ja, aber das ist schön. Das ist eigentlich schön, dass man auch es erlaubt zu entdecken. Man kann nicht etwas kaputt oder falsch machen. Was ist das? Na, ja, man macht nichts falsch. Nein, man kann nicht falsch machen. Der Klotz am Dorfrand könnte bald wieder zu einem Hingucker werden, trotz der grauen Fassade. Und das ist nicht unbedingt eine Dorfschönheit, aber ein kleines hässliches Entlein, aber es hat einfach Charme. Und wenn man jetzt die Räume so sieht und so weiter, ja, und dann haben wir einfach gesagt, machen wir. Ja. Für Knut und Christinas Geschmack ist das Haus eigentlich zu jung. Erst nach 1800 errichtet. Ein Neubau sozusagen. Mecklenburg-Vorpommern hat eine magische Anziehungskraft für die Menschen aus der Stadt.
Im Gutshaus von Bärenlübchin bei Gneuen wohnt seit mehr als 2 Jahren ein Berliner. In diesem Sommer sogar mit Verstärkung. Aus der Hauptstadt ist die Freundin von Vadim Wolf angereist, Elke. Elke hat gerade das völlig verwahrloste Nachbargrundstück gekauft, mit baufälligem Speicher von 1900. Kein Dach mehr obendrauf, aber innen voller Sperrmüll. Gut, ich hol mal den Rahmen. Wir haben schon mehrere Tage hier zugebracht. Deshalb, das sieht jetzt schon relativ ordentlich aus. Ja. Also hier ist schon einiges verschwunden. Und das sind jetzt hier die Reste, mit denen wir jetzt auch noch klarkommen. Der Grundstückskauf war eine Rettungsaktion für das alte Gutsensemble von Bärenlübchin. Denn ohne ausreichend Land drumherum kann kein Gutshaus überleben. Ja, wir waren gezwungen, gewissermaßen. Weil dieses Grundstück, wo der Speicher draufsteht, ist verbunden mit dem Park. Und das Flurstück durchzieht den Park. Und zwar ist halt wichtig, dass der Park zusammen als Einheit erhalten bleibt. Im Gutspark hinterm Haus stehen schon seit einiger Zeit Vadim Wolfs Skulpturen. Und es werden immer mehr. Überdimensionale Wesen. Indische Gottheiten mit magischen Kräften. Abgeformt in Beton. Vor über 20 Jahren gab es schon einmal einen Künstler aus Berlin, der sich an dem Speicher versuchte. Leider ohne Erfolg. Seitdem modert das Gebäude samt Einrichtung vor sich hin. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Wir sind ja schon bekannt jetzt hier beim Recyclehof in Gneuen dafür, dass wir besonders eklige Sachen da vorbeibringen. Alles schön feucht und muchtig. Ja, also es ist schon etwas befremdend, unser Tagewerk. So, ich nehme mal meinen geliebten Plattenwagen wieder. Seit einer Woche geht das schon so. Jeden Tag 7, 8 Anhänger voll mit nassen Polstermöbeln. Und es ist noch kein Ende in Sicht. Also das sind bestimmt noch mal 30 Fuhren. Am Sperrmüll ran. Und dann dürft ihr schön abladen. Bitte. Da kann man sich Besseres vorstellen im Leben. Aber einer muss es ja machen. Und dann sind wir auch froh, wenn dieses ekelhafte Zeug weg ist. Der Bürgermeister hatte schon damals diese Künstlertruppe aus Berlin gewarnt. Kümmert euch zuerst um das Dach. 20 Jahre lang regnete es rein. Vor 2 Jahren wurde Vadim Wolf nachts wach von einem gewaltigen Getöse. Da stürzte das Gebälk zusammen. Aber jetzt ist Elke da. Ja, wenn man sich das mal vorstellt. Vor 2 Jahren war das hier noch drauf und jetzt diese riesigen Löcher. Das ist schon sehr traurig, wenn man das so sieht. Sowas von extrem. Ja. Kann man auch sagen, Elke muss es praktischer sehen, richtig, denn sie ist die Besitzerin davon. Ja. 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 Ich bin dann hier vielleicht der Arbeiter, ja, aber ihr gehört das Schmuckstück. Nicht? Ja, es ist einfach auch zu früh zu sagen, in welche Richtung das geht. Aber wir haben jetzt die Verantwortung übernommen und werden uns darum kümmern. Ne? Für Elke und Vadim wird es ein spannendes Jahr. Und nicht nur für sie. Eine halbe Autostunde entfernt Richtung Westen liegt das Dörfchen Kobro mit seinem gewaltigen Gutshaus. Hier baut und bastelt seit 8 Jahren der Einzelkämpfer Philipp Kaszei. Philipp geht äußerst selten hoch auf seinen Dachboden. Er mag gar nicht daran denken, wie es da oben aussieht.
In den 80ern ließ die Gemeinde immerhin das gesamte Dach neu eindecken mit Pappschindeln. Aber nach 40 Jahren wird es nun langsam undicht. Noch hält sich der Schaden in Grenzen. Ja, also hier kann man eben gut erkennen, dass es da schon länger reingetropft hat. Das Holz ist nicht mehr ganz so frisch hier am Boden. Ist jetzt gerade schön trocken, weil es jetzt ein paar Tage ordentlich warm war. Aber das ist natürlich alles nicht so für die Dauer angelegt. Kleine Undichtigkeiten überall. Und da ist es eben auch so, hier bei den Dachfenstern, bei den Anschlüssen, da regnet es überall rein. Da löst sich hier die hübsche Deckenverkleidung auf. Also, ja. Und gerade solche Wandkonstruktionen waren eben auch im ganzen Haus ja auch verbaut. Aber ansonsten habe ich das ja eigentlich komplett ausgeblendet. Es ist ja, das gibt's quasi gar nicht. Und deswegen ist es dann umso erschreckender, dass man hier auch gleich wieder wie in einer Zeitkapsel zurückkatapultiert wird. Wie hat das ganze Haus eigentlich vor 10 Jahren ausgesehen? Selbst hier oben wurden zu DDR-Zeiten Trennwände gezogen, Zimmer und Kammern eingebaut. Dauerhafte Wohnungsnot auch auf dem Lande. Offiziell gab es die im Arbeiter- und Bauernstaat natürlich nicht. Nicht unter Honecker und auch nicht unter Walter Ulbricht. Auch schön ist, was man hier noch so finden kann. Ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, das Bild, aber ja, das sind die wenigen Spuren, die es ja so im Haus gibt, weil hier oben nicht ganz so viele Leute hochkamen, auch während der Zeit des Leerstandes. Ja, da kann man hier noch, hat man noch ein bisschen Ausbaupotenzial hier oben. Der Dachboden ist ein Projekt für sich. 200 Quadratmeter Grundfläche, 8 Meter hoch in der Spitze. Hier oben kann Philipp Kassai weiterbauen, wenn er unten irgendwann mal fertig ist. Aber fertig werden ist sowieso keine Option für ihn. Der Weg ist das Ziel. Und der Weg kann sehr lang sein. In Sommerfeld bei Stralsund haben die Gutshausretter Knut und Christina vor einigen Jahren ein geheimnisvolles Gebäude entdeckt und gekauft. Viele 100 Jahre alt im Kern. Die Sanierung geht in kleinen Schritten voran. Dabei geht es immer mit ein paar Kerzen los bei Christina. Die gebürtige Dänin will zuerst Gemütlichkeit schaffen. Hygge, wie die Dänen sagen. Ich war in der Gang. Irgendwann kommt Strom. Aber nur ein bisschen Strom. Nur ein bisschen und sehr versteckt. Das sollte, dass man die Gefühl, dass das bleibt, also dass man nicht die, also keine Steckdosen und nicht, das sollte versteckter Strom sein. Und die auch anmachen, Knut? Wir wollten vielleicht jetzt noch nicht. Vielleicht später. Ja, aber an sich ist das ja alles Blödsinn, was wir hier halt machen. Also normalerweise hier sind ja noch Löcher im Dach und so weiter und es rieselt und regnet noch rein. Aber für uns ist es immer ganz wichtig, dass man halt mal irgendwie ein paar Räume erobert. Und wir wollen jetzt halt die nächsten paar Wochen auch hier die Fenster und so weiter halt noch dicht haben. Und dann wollen wir für uns einfach so einen kleinen Rückzugsort halt haben, dass man hier schon ab und zu mal sitzen kann. Bei den Entblätterungsarbeiten im Haus stießen sie auf Tapeten und Wandmalereien aus dem Barock. Und auf jede Menge verfaulter Balken. Aber jetzt ist der Zimmermann da. Stefan Linde aus Duvendiek, ganz in der Nähe. Stefan liebt Fachwerk. Er restauriert Kirchendächer, historische Scheunen, uralte Wohnhäuser. Je älter, desto besser. Stefan ist Berufshausretter. Okay. Ja. Stapelmänner. Eigentlich geht es um die Notsicherung. Das heißt, es geht darum, zu verhindern, dass noch mehr Schäden entstehen. Und wenn die einmal weggefault sind und anfangen, eine Hebelwirkung auszuüben, dann kommen Folgeschäden, die man nicht will. So, also die jetzt auch für den Bestand total schädlich sind.
Bis auf Motorsäge und elektrische Winde arbeitet Stefan genau wie seine Handwerkerkollegen vor vielen hundert Jahren. Zentnerschwere Balken bewegen? Gewusst wie. Aber auch für ihn bleibt jede Baustelle ein Abenteuer. Insofern aufregend, weil ich nicht genau weiß, wie das da oben hält. Das ist das Einzige, was aufregend ist. Der Technik, da weiß ich, dass sie hält, aber der einzige Unsicherheitsfaktor ist immer die Anbindestelle in diesem Falle. Zumindest beim ersten Mal. Eine Woche hat er sich Zeit genommen für die Sanierung der Geschossdecke. Holzmäßig erstmal. Der erste Balkenkopf sitzt. Nach einem ganzen Arbeitstag. Ich freue mich immer, wenn es dann so super passt und wenn es so schön aussieht. Und damit ist mein Tag gerettet. Ja, natürlich, die waren höher und breiter, das ja, ist klar. Richtig. Das waren diese riesigen Stralsunder. Knut und Christina rätseln über die hohe Giebelwand. Sommerfeld muss was Besonderes sein. Die gesamte Konstruktion und auch wie das ganze Haus konzipiert ist und die ganze Aufteilung der Fassade ist komplett anders als die anderen spätmittelalterlichen Häuser oder auch Häuser der Renaissance und so weiter hier, was Gutshäuser halt angeht. Also das ist eine richtig typische Stadtfassade und ein richtig typisches Stadthaus. Und der Kreis der Personen, die sich sowas leisten konnte, damals vor 500, 600 Jahren, der war natürlich nicht so groß. Die beiden ziehen Gunnar Möller aus Stralsund zu Rate. Einen Experten für historische Häuser. Anlass ist eine über 200 Jahre alte Rolle. Eine Tapete aus Leder. Das ist eine Nummer. Aber das war irgendwie in Papier eingewickelt und lag auf dem Dachboden. Hat sogar mit Gold bemalt. Also das ist schon etwas gewesen, was sehr, sehr, sehr teuer gewesen ist. Und die haben halt gesagt, die haben die aufbewahrt. Die wurden handgenäht, sieht man ja auch. Auf der Rückseite ist so eine Handnaht. Steht also noch irgendwelche Symbole? Also irgendwie die auch damit zusammenhängen, beziehungsweise kann auch Hinweis auf den Erzeuger eigentlich sein. Ne? Also das ist schon eine tolle Sache. Und dann sind wir natürlich in einer Zeit, die hochspannend ist, denn dann verbinden wir mit einer Stralsunder Familie, die im gesamten Hanseraum und auch darüber hinaus als lieber Freund der Königin Margarete bezeichnet wurde, nämlich Wulf Wulflamm. Und das war eine sehr schillernde Persönlichkeit. Wohl ein typischer Machtmensch in seiner Zeit. Das wäre eine echte Sensation. Wulf Wulflamm war Stralsunder Bürgermeister und gehörte zur berühmten Wulflamm-Dynastie. Viel Einfluss und viele Feinde. Das sollte also sozusagen nach außen hin Macht und Reputation vermitteln und nach innen natürlich auch, dass er sich hier sicher fühlte. Mhm. Und wahrscheinlich, also wir wissen es ja nicht mit Sicherheit, aber wenn sie es bewahrheiten sollte, diese frühere Datierung, dann können wir das eindeutig mit dem Wulf Wulflamm in Verbindung bringen. Seine kleine Festung Sommerfeld hat Wulf Wulflamm damals nichts genützt. Er wurde von einem Widersacher erschlagen. Ganz in der Nähe, auf der Insel Rügen. Monatelang war das Herrenhaus Dersentin wie verwaist. Sönke Johansen Acosta hatte einen Job als Pharma-Manager in Argentinien angenommen. Für eine Schweizer Firma in Buenos Aires. Dort arbeitet er immer noch, nun allerdings aus dem Homeoffice heraus, in Dersentin. Wegen der Corona-Pandemie ist er mit seiner Familie aus Südamerika geflohen. Er sitzt jetzt immer im Zimmer überm Eingang. Nur dort hat er ausreichend Internetempfang. Selfmade-Quarantäne auf La Dersentina. Für uns ist das eine schöne Möglichkeit, hier sich einfach mal zurückzuziehen. Wir nehmen das gar nicht wahr, dass es irgendwo Corona gibt. Gut, wir wohnen hier momentan im Dorf mit 80 Leuten. Man kennt sich und es ist alles. Es ist wunderbar. Also, ich bin happy hier. Sie haben eine schwere Zeit hinter sich. Monatelang saßen Sönke, Adriana und Tochter Konstantine in Buenos Aires fest. Im strengen argentinischen Corona-Lockdown. Ausgangssperre, totale Kontrolle. Es wurde unerträglich. Mit einem Botschaftsflug kamen sie in diesem Sommer nach Deutschland zurück. Aber Sönkes Arbeitsstelle bleibt Buenos Aires. Irgendwann müssen sie wieder hin.
Wir haben keine Ticket jetzt. Wir wissen nicht, wann wir zurückkommen. Und Mama, wir wollen auch nicht. Wir wollen auch nicht dorthin gehen, wenn immer noch das Leben so ist. Das bleiben wir ein bisschen länger hier und ja. Zeit für die kleine Konstantine, sich ans Schlossleben zu gewöhnen. So als Alleinerbin. Die große Angst von Sönke ist, dass Konstantine ist die einzige Erbin von allen. Von Sönkes Imperium, ja. Und dann sagt er, wenn sie ein Sänger oder ein Musiker, komm einfach hierher. Und dann sagt er, oh wow, Konstantine, das ist alles deins. Nein, aber eigentlich, glaube ich, Sönke weiß er, dass man kann hier alles machen, was man will. Und am wichtigsten ist, dass Konstantine ein Gefühl für das Haus entwickelt, selber, dass sie selber Interesse hat, dass für sie gut ist und hier Spaß hat. Das wäre natürlich super, dass sie weitermacht. Aber zuvor muss jemand anderes ein Gefühl für das Haus entwickeln. Lange haben Sönke und Adriana nach einer Verwalterin gesucht für La Desantina. Dann meldete sich Iris Kestel auf ihre Stellenanzeige. Sie kommt aus dem Salzkammergut in Österreich. Adriana arbeitet die Neue ein. Wegen der Corona-Krise hat sich das Konzept für La Desantina etwas geändert. Mehr Feriengäste, weniger Gruppen und keine Hochzeitsfeiern erstmal. Jetzt fragen viele schon sehr beunruhigt an für nächstes Jahr, mit Recht. Haben Sie denn überhaupt noch Platz, weil Sie ja gehört haben von den Verschiebungen? Und 2, 3 musste ich sogar schon sagen, nee. Also entweder ihr müsst das Ganze im Frühjahr machen oder spät im Herbst. Und ja, wenn alles nächstes Jahr so gut läuft, dann heute ist das der Anfang. Und dann, also wie 2022, nonstop gearbeitet. Genau. Ja, ja. Sie haben die Hoffnung, dass es 2021 wieder besser wird. Ein Rückblick. Hier fanden große Partys statt. Mit Gästen aus der ganzen Welt. Hochzeiten, Taufen, Maskenbälle. Ja, willkommen. Mit Live-Musik und Tanz bis in den Morgen. Das ist zurzeit alles völlig undenkbar geworden. Adrianas Bruder Alejandro ist in die Dependencia umgezogen, das Bettenhaus von La Desantina. Das hat er zusammen mit Sönke saniert. Für einen Gästeansturm, der gerade ausbleiben muss. Da in der Mitte, würde ich sagen, oder? Rechts am Rohr? Ein Kabel, ey. Ahora deben medir 64. Desde ese punto, 64. Das Bettenhaus ist jetzt offiziell zu Ende saniert. Aber was die drei noch nicht ahnen, auch unter ihrem Gutshausdach ein Ach. Ich hab keine Raps. Keine Sommerfrische am Ostseestrand, sondern ein Betriebsausflug der Gutshausretter. Knut Splett-Henning, Philipp Kassai und Ronald van der Starre sind in Dänemark. Im Nachbarland gibt es große Kreidevorkommen. Jahrhundertelang wurden die hier abgebaut und zu haltbarer Farbe verarbeitet. Die meisten dänischen Dorfkirchen sind bis heute mit Kalk angestrichen. Die drei sind unterwegs nach Rötvig auf der Insel Seeland. Knut, der Netzwerker, hat dort wieder mal Kontakte geknüpft. Zu einer dänischen Firma, die bis heute natürliche Anstriche auf Kalkbasis herstellt. Aus Muschelkalk, 150 Millionen Jahre alt. Besonders geeignet für historisch einwandfreie Sanierungsarbeiten. Firmenchef Rasmus Jörgensen hofft auf gute Geschäfte und bietet gleich eine kleine Führung an.
Ja, den Rollcontainer. Ja, gut. Das ist ein Rollcontainer. Cool. Cool. Das ist halt so ein Sumpfkalk. Der ist wie Joghurt. Für den ist ein Soft Eis. Auch Kalk hat seinen Preis. Und bei 500-600 Quadratmetern Gutshausfassade kommt da schon einiges zusammen. Naja, also es ist schon mehr Arbeit wie Vergnügen. Es ist jetzt kein reiner nur Spaß, sondern es ist ja auch für andere. Man sieht ja dann auch immer wieder Sachen, die man vielleicht für andere Sachen brauchen könnte. Das wäre ja einfach ein Ton, der eher, ich sag mal, in so eine Richtung hier geht. Vielleicht. Und diese ist jetzt so eine Streichprobe. Und die auch Streichprobe. Ja, ja. Okay. Die Entscheidung für Kalk kam ja eher durch Knut, weil Knuts Haus eben auch schon mit der Farbe von hier gestrichen wurde und ich habe gesagt, ja gut, wenn das einmal. Ja, die Farben sind ja gut geklappt, sind auch dispersionsoffen und so weiter und so fort. Und halt vom Material her und so weiter und auch vom ökologischen her und so weiter ist das halt auch alles sehr, sehr sinnvoll. Ronald van der Starre möchte 3 Proben mit nach Hause nehmen. 2 Anstriche für die Fassade in Hell- und Dunkelrot und einen sandfarbenen Streichputz. Alles Natur, handgefertigt. Die Dänen möchten aber auch nicht allzu viel gratis herausgeben. Für Ronald hat sich der Ausflug schon mal gelohnt. Probeanstrich zu Hause in Dölitz. Was sagst du? Naja, also von mir aus könnte das fast noch dünner. Noch dünner. Ja, also noch weniger Farbe. Du kannst ja mal mit dem ganz dünnen, ach nee, geht doch da oben vielleicht noch mal mit dem ganz dünnen neben das, was du gemacht hast, gehen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es so wirklich rot wird am Ende oder ob uns das nicht eigentlich besser gefällt, dass es so ist, wie es ist, weil wir sind ja drinnen auch eher ein bisschen ruppiger im Programm. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Das Beige. Ja, weil hier so komplett deckend ist das mir das viel zu dunkel. Ja, das ist mir auch zu viel. Aber die Steine würden dann so bleiben, wie sie sind. Und die Pilaster? Die kriegen dieses Beige. Wie auch das Haus. Das bleibt ja beige zu gucken. In beige. Dann wäre es. Wolltest du jetzt beige mit rot? Nein. Nee, das natürlich nicht, nee. Aber ich dachte jetzt ein helleres beige und ein dunkleres nein, beige. Nein, wenn dann, also gut, das könnte man ja immer noch überlegen. Also das ist jetzt eigentlich ein bisschen wie Seesand, Mandelkleie fürs Gesicht. Und die Konsistenz ist, wie sie sein soll, ja? Das weiß ich nicht, das kann man nur ausprobieren, genau. Und dann auch noch die Backsteine, ne? Nein, die Backsteine doch nicht, nur der Pilaster. Die Backsteine kriegen gar nichts dann. Also deine Nase, die hat schon was. Du kannst irgendwelche Zeichnungen machen, dir was vorher überlegen. Wenn du es vor Ort probierst, ist es nochmal ganz anders. Du siehst es bei Tageslicht, wie wirkt es. Und ich muss dir sagen, Ronny, tatsächlich, ich finde das Beige, glaube ich, besser. Ich hab's, wir kriegen das Rote jetzt wieder weg. Ja. Dann. Seit einigen Jahren wird das Gutshaus von Dölitz vorsichtig instand gesetzt von Roland Schersche und Ronald van der Starre. Da war ja eine Gaststätte drin und ein Konsum drin und eine Kita drin und ein Festsaal drin. Und da haben wir ja erstmal viel kaputt gemacht, um es eigentlich heile zu machen. Aber das sieht ja jetzt erstmal, da will ja kein. Also ich glaube nicht, dass jemand aus dem Dorf mit uns tauschen wollen würde, um da drin zu wohnen. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir erstmal die Optik für außen und außen. Und wir machen es nach bestem Wissen und Gewissen. Also wir wollen ja jetzt nicht das Dorf schocken, indem wir jetzt irgendwie knalle grün oder irgendwie so eine Neonfarbe wählen, weil wir denken, ach, jetzt machen wir mal was ganz Modernes. Mhm. Wir wollen es ja grundsätzlich hübsch machen fürs Dorf auch. Es ist still im Haus. Ihre 3 Pflegekinder drücken gerade die Schulbank. Ronald und Roland haben sich eingerichtet in Dölitz. Das geräumige Erdgeschoss dient als Wohnraum, kann aber auch gemietet werden für Gesellschaften, Partys oder Fotoshootings. Für Sommer- und Feriengäste haben sie die benachbarte Scheune hergerichtet. Das sogenannte Seehaus, gleich am Dorfteich. Und ganz schön rustikal.
läuft an, könnte besser, aber es läuft und das ist ja ganz schön so, dass das Haus eben nicht ganz unbewohnt ist die ganze Zeit, sondern eben auch Gäste kommen. Etwas spartanisch vielleicht, aber das ist der Stil der Gutshausretter. Geheizt wird das Seehaus mit kleinen Kanonenöfen aus Dänemark. Die müssen halt jetzt hier selber Hand anlegen und mitheizen, also weil wir haben keine Heizung hier im Haus, also nur Holzöfen und die muss man dann eben als Gast bedienen können wollen. Aber die Gäste bleiben aus in diesem Jahr. Nicht nur bei Ronald und Roland in Dölitz. Pandemie. Ein Virus diktiert das öffentliche Leben. Im Spätsommer bessert sich die Situation. Hoffnung keimt auf. Aber es gibt auch noch ganz andere Sorgen. Vor 2 Jahren bekam das Gutshaus von Schabzow zwischen Malchin und Staffenhagen neue Besitzer. Engagierte Kreative aus Berlin und Milano. Sie legten los mit viel Elan. Dann tauchten Probleme auf, die immer größer wurden. Zu groß. Es war das Dach. Total verfault. Das ganze Projekt stand auf der Kippe. Aber Eigentümerin Nina Hollensteiner hat durchgehalten. Als einzige. Mit Unterstützung ihrer Eltern. Nina hat schlimme Monate hinter sich. Es war bestimmt nicht der beste Sommer für Dacharbeiten. Und dann ist es abgedeckt und dann hat es 3-4 Wochen lang nur geregnet. Dann konnte ja auch keiner wirklich arbeiten und dann gibt es natürlich irgendwie ständig Verzögerung. Also das war schon so ein bisschen hart. Dann war es nicht richtig abgeplant, dann regnete es rein. Aber dann wurde ihr europäischer Fördermittelantrag fürs Dach endlich bewilligt. Dorferneuerung. Doppelt gut. Ein dichtes Obergeschoss für Nina und ein dicker Auftrag für die Dachdecker. Mein Nachbar, der hat auch ein Gutshaus. Und ich sehe jetzt schon 10-11 Jahre bei und auch nicht fertig. So, ne? Das ist schon ganz schön Arbeit drin. Ne? Die Auswahl der Dachpfannen ist historisch einwandfrei, in Farbe und Form. Eine Auflage der Denkmalbehörde und eine Investition in die Zukunft. 80 Jahre, ich schätze immer. 80 Jahre. Ja. Ja. Unsere Dächer halten länger, als uns lieb ist. Ein Rückblick. Als Nina Hollensteiner zusammen mit ihrem Freund Vincenzo Latronico das Haus vor über 2 Jahren kaufte, sah das Dach von außen gar nicht so übel aus. Die böse Überraschung lauerte darunter. Überall Pilze, Gammel, rottes Holz. Dann Corona-Krise. Nina, die Modestylistin, verlor viele gute Aufträge in Italien. Und in Schabzow entdeckten sie immer mehr Bauschäden. Whatever. Nina hat die Katastrophe am Ende allein gemanagt. Mit kühlem Kopf und Optimismus. Das gammelige Dach ist gar nicht mehr so gammelig. Nee, schön. Also das macht einen echt glücklich, wenn man jetzt hier hochkommt und da ist Licht drin und es gibt sowas wie Fenster. Jetzt bekommt man doch schon eher eine Idee, wie es dann auch bald mal aussehen kann, wenn der Innenausbau fertig ist. Sehr befriedigend. Vor ihrem inneren Auge ist das Erdgeschoss schon fertig. Das ist das Wohnzimmer. Hier geht es dann in die Küche rein. Besonders schön auch diese lange Flucht, dass man so einmal so durchschauen kann. Dann hier, genau, Chaos. Das ist wahrscheinlich die unordentlichste Baustelle, die man sich gerade vorstellen kann. Work in progress, wird auch besser. Die riesige Gutshausbaustelle hat die Beziehung von Nina zerbrechen lassen und ging auch ansonsten ziemlich an die Substanz. Sie hatten sich total übernommen. Das weiß sie jetzt.
wenn man dann doch jetzt plötzlich in ein ganz neues Metier rein taucht, wie ich saniere jetzt ein Haus, rein physisch, ich glaube, das macht einen dann schnell auch sehr unglücklich, weil man sich da so dran abarbeitet und auch so nicht effektiv ist, viele Fehler macht, dann muss das jemand anderes wieder den Fehler beheben. So habe ich für mich entschieden, dass ich eher den organisatorischen Teil mache, nicht wirklich viel hier rumwerkel. Ich mache natürlich auch Mathe was, aber jetzt grundsätzlich eher so versuche, Lösungen zu finden. Lernprozesse, aber den Lernprozess, den liebe ich. Das ist etwas Schönes. Nun soll Gutshaus Schabzow bald bewohnt werden. Wenigstens zum Teil. Der nasse Mecklenburger Herbst setzte in den letzten Jahren auch dem Herrenhaus von Dersentin ganz schön zu. Was einmal fertig war, geht wieder kaputt. Ein kleiner Baufehler aus Sönke Johansens Anfangszeiten in Dersentin rächt sich jetzt. Es ist die Glaskuppel im Dachgeschoss, die das Treppenhaus darunter mit Tageslicht versorgt. Da regnet es durch. Und wie es aussieht, schon ziemlich lange. Das haben wir 2007 gemacht, als wir gleich reinkamen. Ja, mit dem ganzen Gebälk neu gemacht. Aber klar, wenn das jetzt reinregnet, das macht es nicht lange. Das ist nicht gut. Der Balken war noch nicht so schlecht eigentlich. Aber der fault so weg, ne? Gucken, ob da das Dach auch noch was kommt. Aber ich glaube nicht. So, zumindest da. Da, wenn man einmal steht, darf aber nicht zu schwer werden nachher. Das geht auch runter, ne? So, am besten eine kleine Konstruktion machen oder so. Man muss da ein bisschen kreativ werden, aber ist alles nur so. Sönke ist Manager von Beruf, denkt immer lösungsorientiert. Wenn das eine Zeit lang nass ist, ist es okay. Aber wenn das jetzt hier dauernd, ne, steht da Tropfen, hüllt den Holzbalken, das ist nicht gut. Das ist dann nicht gut, gar nicht gut. Sönkes Zeit in Deutschland läuft gerade wieder ab. Ich muss jetzt unbedingt einen Dachdecker anrufen. Dann muss ich mal gucken, ob ich dann. Ich glaube nicht, dass ich ihn rankriege, aber vielleicht kriege ich ihn hin. Ich bin noch 3-4 Tage hier und dann. Ich würde es am liebsten natürlich gleich machen lassen hier, ne? Also sonst habe ich ein Problem. Der ganze obere Balken ist komplett nass und hier zum Lichtschacht unten auch. Und es ist auch schon am ersten Obergeschoss hier. Ne? In der Decke ist das schon durch. Eine Badewanne. Na, wieso kommst du vorher nicht? Oder wie? Familie Johansen Acosta muss wieder nach Buenos Aires zurück. Ja. Ja, ich muss alle halbe Stunde hochrennen und dann erstmal hier auskippen irgendwo, ja. Genau, ja, das wäre super. Danke dir, ne? Hier ist nur der Mann. Danke. Tschüssing. Nochmal Glück gehabt. Komm morgen wahrscheinlich vorbei. Ich muss ihn überreden. Er meinte, nimm dir erstmal eine Badewanne. Das kann auch 2 Tage dauern. Aber er weiß Bescheid. Und wenn es nicht regnet, weil jetzt im Regen kannst du nicht aufs Dach gehen. Dann rutscht du da weg. So, das ist dann. Er weiß Bescheid, er kommt morgen vorbei. Hat er gesagt, morgen und übermorgen. Sönke geht trotzdem auf Nummer sicher und will die schleichende Nässe etwas aufhalten. So gut es geht. Mit Bordmitteln. Der neue Fassadenanstrich am Gutshaus Dölitz muss warten. Es gibt hier ein Problem an der Südwand. Vor 4 Jahren sind sie eingezogen und jetzt wird klar, das Fachwerk ist verfault. Dahinter wird es wieder besser, oder? Dahinter wird es wieder besser. Das ist der Bereich, wo die Platten sind. Okay. Ja. Mhm. Ja. Das wird schlechter. Sie mussten schon die halbe Außenwand rausnehmen. Dass es jetzt hier so schlimm ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wie gesagt, da dieses Stück sah ja schon so aus, als ob es jetzt hier in Ordnung wäre. Aber nein. Mir ist es aber lieber, ich entdecke es, als dass ich vielleicht in einem halben Jahr wieder
anfange oder die Wand bricht mir zusammen. Immer mehr vergammeltes Holz kommt zum Vorschein, immer mehr Verdruss. Meter für Meter vom alten Fachwerk ist nicht mehr zu gebrauchen. Oh. Ja, da ist eindeutig zu sehen, dass es durch Feuchtigkeit zerfallen. Holzwürmer natürlich auch drin, aber vorwiegend Feuchtigkeitsschäden. Aber die alte Schwelle da drüben und die alte Schwelle da unten, ja, die sind auch nicht gleich. Ne? Nein, nein, die ist Joja, Roni. Ja. Die ist Joja. Die Fassade ist irgendwann vor 150 Jahren einmal komplett renoviert worden, zugemauert. Und in den 30ern kam noch Beton hinzu. Der Betonsattel war halt neu. Der hat wahrscheinlich dann den Rest den geben. Das andere war schon schlecht, aber der Betonsockel war dann halt noch mal das. Also sieht man ja. Totsaniert, schon damals. Wir haben nach hinten hin noch weiter aufgemacht. Die höhere Schwelle, die ist auch komplett im Eimer bis zum Anbau. Und die ist komplett verrottet bis in die Ecke rein. Genau. Deswegen rufe ich gerade an, was wir da am besten machen. Etwas weiter oben, endlich trockenes Holz. Aber auch bei Ronald bröckelt langsam die Fassung. Grundsätzlich steht das Haus seit 350 Jahren. Also wenn das Holz aus der Ursprungszeit sein sollte, sieht das ja super aus. Ja. Und das sind tatsächlich Schäden, die nur entstanden sind, weil man es in den letzten 100 Jahren falsch behandelt hat. Weil sonst könnte das genauso gut aussehen wie oben. Ja. Aber wir haben ja schönes Holz vorne schon liegen und da gibt es halt neue Füße, neue Schuhe. Neue Idee im Gutshaus Dahlen bei Neubrandenburg. Christina und Knut mobilisieren jetzt Bauhelfer auf Facebook. Etwas mit den Händen schaffen. Sinn finden im Abriss. Ja. Aber glaube ich, den wollen wir jetzt nicht, ne? Der Ansturm ist enorm. Es gibt mehr Sinnsucher als erwartet. Zwischenwände raus, abgehängte Decken runter. Raum für Raum. Zwei Pärchen aus Schleswig-Holstein sind diesmal mit dabei. Mal reinschnuppern in so ein altes Gutshaus. Sich ein bisschen Baustaub um die Nase wehen lassen. Sie hatten Knut und Christina und die anderen Gutshausretter im Fernsehen gesehen. Beim NDR. Ja, die kommen aus ganz Norddeutschland und haben halt davon gehört, dass hier irgendwie ein bisschen gearbeitet wird. Und haben halt gesagt, da können sie mal mithelfen oder mal gucken, wie das halt so ist. Und was hier so irgendwo passiert auf dem Lande. Das Haus am Rande des Dorfes hatten Knut und Christina schon seit einiger Zeit auf dem Radar. Im Sommer klappte der Kauf. Facebook-Rekrut Glenn Kessner will mal raus aus dem Büro. Was mit den Händen machen. Eben einfach nicht abreißen, neu bauen, das kann ja irgendwie jeder. Vorausgesetzt mit genügend finanziellen Mitteln. Aber das eben so akribisch wieder herzurichten, wie es mal war, an seinen Ursprung zurückzuversetzen und so viel Liebe ins Detail, das finde ich schon wirklich extrem toll. Kann ich nicht anders sagen. Also finde ich super und davon müsste es noch viel mehr Menschen geben. Für Glenn Kessner ist dieser spontane Arbeitseinsatz im Gutshaus Dahlen auch seine persönliche Glückssuche. So ähnlich kann man das vielleicht beschreiben. Das hat ja auch irgendwie was Meditatives. Und so richtig Sinnsuche? Ja, vielleicht schon. Vielleicht schon. Vielleicht ist das auch einfach genau das, was man immer mal machen wollte. Dazwischen und fast erholt. Die einen sagen so, die anderen so. Nee. Ich habe schon so einen alten Bauernhof zu Hause. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Knut und Christina haben inzwischen Verständnis für überlastete Gemeinden, die sich nicht mehr um die großen Gutshäuser in ihren Dörfern kümmern können oder wollen. Es gibt zu viele Vorschriften und Hindernisse. Zu einem modernen Zweckbau kann man so einen alten Kasten kaum noch machen.
Denn das Problem ist, dass auch erzählt, dass ein Kindergarten wegen modernen Standards, Brandschutz, tralala, ist es günstiger für eine Gemeinde, etwas Neues zu bauen, als so ein altes Haus, diese Modernisierungsmaßnahme zu machen. Die Mission der Gutshausretter: Herrenhäuser erhalten, nicht unbedingt behalten. Wir können das ja auch nur schaffen, wenn wir uns ab und zu mal von dem Haus auch trennen und so weiter und so fort. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die auch wirklich gar nicht die Fantasie halt entwickeln, was man mit so einem Haus halt machen kann. Und wenn dann solche Räumlichkeiten dann wieder irgendwo mit großen Türen und mit hübschen Fenstern und so weiter versehen sind, dann sehen die Leute das plötzlich. Apropos Fantasie. Alleinkämpferin Nina Hollensteiner in Schabzow entwickelt gerade eine spritzige Idee. Für die hat sie sich eine größere Menge Styropor besorgen müssen. Nina ist studierte Bildhauerin und baut an einem Modell für ein gewaltiges Badezimmer im Erdgeschoss. So für den optischen Eindruck erstmal. Der Raum ist ja schon riesig. Dann gibt der Raum ja auch so ein bisschen die anderen Dimensionen, fordert auch neue Möglichkeiten. Ich habe vorher noch nie über so eine große Badewanne nachgedacht, wenn man in so einem großen Raum steht. Dann ist das natürlich als Objekt auch dann frei. Nicht klein-klein mit Baumarktbadewanne. Nein, repräsentativ soll es sein. In einem Gutshaus muss man irgendwie größer denken, findet Nina. Elitär, auch beim Sanitär. Hier würde man wahrscheinlich dann eher aus dem Fenster gucken. Gut, hier braucht es noch irgendwie so was zum Anlegen. Eine warme Wanne als Wohnlandschaft. Ich war mal in Budapest, in einer der großen Thermen. Und da sitzen dann in der Therme immer so Gruppen an Tischen und spielen Schach im Wasser. Die haben so Tische mit Schachbildern und dann ziehen ganz nach deinem Wasser. Und irgendwie hatte das so was Geselliges bekommen. Und nicht so dieses, ich gehe schnell ins Badezimmer, nehme eine Dusche, renne wieder raus. Camouflage ist Ninas Gestaltungsidee. Tarnung. Der Badetempel verschwindet in sich selbst. Alles soll am Ende mit einer einzigen Steinsorte verkleidet werden. Nur mit welcher, ist die Frage. Ganz gut, oder? Ich glaube, wenn man so die Ecke hier und da den Boden hat, dann bekommt man ja schon einen relativ klaren Eindruck, in welche Richtung es geht. Aber es hebt sich doch noch ganz gut an. Ich bin inzwischen so ein bisschen in die Ästhetik von diesem Styropor verliebt. So das als Stein wäre eigentlich sehr schön. Das Styropor sollte eigentlich nur für den Modellbau herhalten. Jetzt macht es sogar richtig Eindruck. Zumindest bei Nachbar Heiner Ahrens. Na? Wow, was für ein Bad. Da werden ja die alten Römer neidisch. Ja, ich muss auch noch mal gucken. Das ist ja herrlich. Da möchte man ja so reinspringen. Kannst du reinspringen, zu dir kein Zwallern. Auch die Muster, das ist ja herrlich. Ich würde es so lassen, wenn du das in Marmor oder... Ja, ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich glaube, ich muss noch mal so ein bisschen schauen. Naja, dein Wasserverbrauch wird natürlich dann immens steigen. Aber das ist der Sache auch wert. Ja, also das Badezimmer hat an Platz gewonnen, ja. Und an Bedeutung. Ja, genau. Ja. Mhm. An sein löcheriges Dach versucht Hausherr Philipp Kastzer in Kobro so wenig wie möglich zu denken, sondern beschäftigt sich lieber mit ein paar schönen Dingen. Er hat die Treppe nach oben fertiggestellt, mit Crowdfunding-Geld und eigener Arbeit. Und hat einen ganzen Schwung alter Möbel geschenkt bekommen. Die edlen Spender hatten ihn im Fernsehen gesehen, beim NDR.
Eiche mit aufwendigen Schnitzereien. Genau das Richtige für das Kastell von Kobro. In dem Neubauhaus ist das vielleicht jetzt nicht so unbedingt das, was man so haben möchte. Und dann ist es den Menschen eben wichtig, dass die Sachen in gute Hände kommen und dass die nochmal eine sinnvolle Verwendung finden. Und das ist natürlich hier in so einem Haus doch durchaus gegeben. Und es ist, glaube ich, schon ein ganz guter Platz jetzt für diese Möbel geworden. So. Das passt doch ganz gut jetzt. Im Turmzimmer, genau. Nein, also dafür ist es absolut der richtige Ort. Aber wie gesagt, also wenn man das auch einzelstehend betrachtet, ist schon, naja, ganz schönes, heftiges Teil. Aber ich glaube, hier oben ist ganz lustig. Ein Rückblick. Vor 4 Jahren hat Philipp Kaszei die restaurierten Fenster fürs Turmzimmer vom Tischler geholt. Tochter Paula war damals 4. Klasse. Ja? Papa, was ist das? Das sind die neuen Fenster für ganz da oben. Und jetzt können wir sie da oben einbauen. Ach, ja. Aber da sind doch Fenster drin. Ja, aber die sind ja nur provisorisch. Guck mal, da oben ist ja gar kein Glas in der Spitze. Und dann kommt da jetzt wieder Glas rein in die Spitze. Monate später hat er die neuen Fenster eingebaut. 2 Einzelstücke. Originalgetreu. Und jetzt ist es auch innen vollbracht. Lange hat Philipp davon geträumt, hier oben einmal sitzen zu können. Gemütlich, mit Blick übers Dorf und dicker Zigarre. Nur so fürs Gefühl. Philipp ist nicht Raucher. Wie ich auch immer zu vielen Menschen sage, dass kein leichter Weg ist, sondern dass es ja doch eigentlich mehr Arbeit und immer diese sich wieder selbst motivieren, da weiterzumachen. Und ich wollte ja auch oft genug schon den Scheiß da hinschmeißen und mir einen Wohnwagen kaufen. Aber was soll ich dann machen? Im Wohnwagen sitzen und Zigarre rauchen ist halt auch doof. Dann lieber im Turmzimmer, auch wenn ich es nicht kann. Insgesamt 8 Jahre hat Witwer Philipp gebaut am Haus und an den beiden Räumen im Turm. Jetzt sind die endlich bezugsfertig für seine Gäste. Auch wenn gerade mal wieder keine kommen dürfen, wegen des Corona-Lockdowns. Spätherbst in Mecklenburg-Vorpommern. In Dölitz zieht klamme Kälte durch die offene Fassade ins Gutshaus. Höchste Eisenbahn, hier die Operation am offenen Herzen abzuschließen. Ein Teil des Fachwerks steht schon wieder und kann ausgemauert werden. Das freut mich, dass es jetzt passiert, bevor der Winter kommt. Und dass noch jemand Zeit hat, das für uns zu machen. Ist ja mit den Handwerkern auch immer nicht so einfach, jemanden zu finden, der gerade dann kann, wenn man ihn braucht. Ronald und seine Bauhelfer mussten auch ein Dutzend Feldsteine auftreiben für ein neues Fundament. Denn das, so stellte sich heraus, gab es auch nicht mehr unterm Haus. Dann erst konnte der Zimmerer die ersten Eichenbalken setzen. Unten wird gemauert und oben gemalt. Der Hausherr ist Architekt und macht sich schon mal Gedanken, wie es weitergehen soll. Grundlegend und gestalterisch. Ich muss ja immer schneller sein als die, weil ich muss ja hier überlegen, was die tun. Deshalb muss ich immer zwischendurch hier wieder nach oben, um schnell mal zu überprüfen, ob die Fassade so für mich so stimmt, wie sie da unten gebaut wird. Ich muss entscheiden, wie das Haus vielleicht die nächsten 150 Jahre aussieht. Insofern muss ich mir da dann ja tatsächlich mehr Gedanken machen, als nur da unten zu stehen und so in dem Moment zu entscheiden, sondern ein bisschen nach vorne denken. Mit ziegelroter Kalkfarbe aus Dänemark angestrichen. Die Zentrale der Gutshausretter in Rensow.
In der Gutshausküche ist es stiller als gewöhnlich. Lockdown für das Gastgewerbe im ganzen Land. Die zweite Welle der Corona-Pandemie rollt gerade an. Und Knut und Christina sind ziemlich abgebrannt. Ihre Gutshausprojekte in Dahlen und Sommerfeld haben schon Unsummen verschlungen. Und jetzt das. Also das Geld ist alle. Also das heißt, wir haben wahrscheinlich uns zu weit gestreckt mit den ganzen Sachen und so weiter. Und zwar gibt es irgendwann eine Förderung, aber wir wissen halt nicht genau, wann die ankommt. Und Konto wird irgendwann leer. Wir haben Werte, wir haben aber du kannst nicht zum Supermarkt gehen und sagen, hier, ich habe zwei Kerzenständer, darf ich ein Brot und etwas Milch? Geht nichts von mir. Das heißt, wir müssen das erstmal konvertieren in eine frei konvertierbare Währung. Den ganzen Sommer lang haben sie in ihrem Hause die Hygieneregeln eingehalten. Keine Gruppen mehr angenommen, nur noch Einzelgäste. Aber es war alles für die Katz. Wenigstens können die beiden noch einige Stücke vom Inventar versetzen. Jeder Euro hilft der fünfköpfigen Familie. Wir haben jetzt auch das Glück noch gehabt, dass letzte Woche unsere Familien auch noch sich bereit erklärt haben, uns etwas Geld zu borgen, dass wir jetzt über die nächsten Monate halt durchkommen. Das ist schon so und da sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür. Aber das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen natürlich auch selber sehen, dass wir, also das wird nicht reichen, um durch den Winter zu kommen und dass wir dann halt jetzt die nächsten paar Wochen und Monate nochmal durchs Haus laufen und gucken, wovon können wir uns trennen. Schwere Zeiten in Renso. Das hat uns vollkommen kaputt gemacht. Das Knut musste so, also so deine Familie fragen, ob es wäre möglich, Geld zu borgen. Und dann steht man natürlich als Bittsteller erstmal beim Staat, wegen irgendwann, wenn wir die Gelder von Staat bekommen oder mit. Und dann auch von Familie. Ist natürlich nicht schön, als 50-Jährige zu betteln. Aber es ist auch interessant, was für Werte man haben, rumlegen. Und dann ist die Frage, braucht man das wirklich? Und das ist auch, ich finde auch gesund manchmal, diese Gedanke, ob man sich trennen soll von gewissen Sachen. Manchmal ist das auch gar nicht so verkehrt. Ja. Wir haben bestimmt 50, 60, 70 Kerzenleuchter oder sowas. Aber es ist auch ein Teil von den Einrichtungen. Teil von der Einrichtung, aber einige sind, machen wir dann doppelt, dreifach, fünffach und so weiter. Und dann kann man halt mal gucken, was man draus macht. Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter allen Gutshausrettern im Land. Und das nächste wird nicht leichter werden. Es bleibt ein großes Abenteuer. Und über das Abenteuer in einem Gutshaus zu leben, gibt es jetzt auch ein Buch. Mit Mutmörtel und ohne Millionen. Das Druckwerk zur Doku. Online und im Handel. So, das war's.